geht dann gleich los. Die Config wurde gerade geladen. Ich hoffe, dass der Beamer sich dann von selbst umschaltet, was er eigentlich tun sollte. Und by the way, was auch immer auf dem Beamer steht, es gibt nur Frühstück. Der Rest zählt nicht. Frühstück, und wir fangen unser Frühstück an mit CSGO 5v5 hier auf der Convention Extreme 20. Das Jubiläum. Und wir haben die Trollbusters aus dem Winner Bracket gegen die Dorfbauern aus dem Loser Bracket. Chefkoch, Andy, Ryu, John Vark und Tommy gegen Assy, Tony, Cheddar, Kai, FLXY und Wiesen. Und die Messerrunde geht hier schon richtig kräftig los. Trollbusters zeigen erstmal, wo hier das Messer hängt und holen sich jetzt auch hier die Messerrunde. Dann schauen wir mal, ob es hier den Switch gibt oder als Terror bleiben. Ne, sie wollen den Switch. FLX, YY möchte gerne die Seiten wechseln. Jetzt haben wir das auch durchgezogen. Wir fliegen schon mal in die Mitte. Warte, ich will sehen, wie die Terrors laufen. Gucken wir uns ein bisschen von oben an. Da kommen sie auch schon raus. 5 Mann übers Haus verteilen sich. Ne, gibt es erstmal ein Slowplay hier von den Bauern. In der Mitte sehen wir kein CD. Da gibt es jetzt aber schon ab. Der Andi hat hier erstmal einen flach gelegt. Ist jetzt durch, geht auf den Heuballen und versucht hier jetzt erstmal einen Jump anzusetzen. Packt da auch locker leicht. Wir sehen, dass Chefkoch mit seinem Team immer noch wartet. Da geht es auf der Mitte halt rum. Hat jetzt hier mit 2 Mann haben sie gepusht im Haus und warten immer noch, dass die CTs irgendwas machen. Da passiert noch nicht viel. Die 5, was schauen, ob sie hochschaut. Ja, macht sie. Da war ein kleines Geräusch, eine kleine HE. Jetzt warten sie immer noch. Die CTs wissen natürlich nicht, was abgeht. Ist alles noch gut abgedeckt. Die 5 stehen. Oh, da hat er den Heady gesetzt. Instant Impact hier beim Kai. Andy holt sich hier erstmal ein Heady ab. Jetzt geht's auf die 4 los. Da kommt der nächste. Assy Tony holt einen Chefkoch weg. Jetzt weiß er nicht, was er gegen 3 machen soll, außer vielleicht Heady setzen. Schießt alles vorbei. Kriegt er einen Laufen Birds rein. John Walk holt jetzt einen Assy Tony. Jetzt gucken wir hier zu Chad, der jetzt erstmal die Smoke, nein, die Flash wirft. Ah, doch, die Smoke. Jetzt kommt von hinten die 5. Da springen wir schnell rein. Der holt sich erstmal noch den Tommy ab. Also keine gute Runde hier für die Terrors. Da läuft gerade nichts zusammen. Der Fake auf Haus hat nicht funktioniert. Damit jetzt voll im Kessel. Und der Trollbuster-Clanzug ist jetzt am Werke und hat jetzt erstmal noch den Heady hier auf John Walk gesetzt. Ja, erste Runde somit an die Trollbusters. Ich bin echt mal gespannt, wie hier das weitergeht. Das schauen wir jetzt auch gleich nochmal rein. Wie es denn hier weitergeht. Mal schnell die Mitte checken. Ja, da kommt jetzt erstmal der HE hochgeflogen. Passiert aber nicht viel. Da switchen wir doch direkt mal auf Wiesen, der hier wahrscheinlich dann die Terrors nie zu Gesicht bekommen wird. Die Smoke sitzt. Passiert auch nichts viel. Gehen wir mal vor. Da vorne steht einer. Das ist der FLX. Die Bombe steht in der falschen Mitte. Am Heuballen. Oh, Wiesen holt er sich jetzt einen ab. Jetzt wird zurückgezogen. Jetzt geht's auf die Mitte. Da geht's auch gleich mal los. Andy mit dem Kill. Da kommt hier das Feuer zum Einsatz. Und da kommt richtig viel angeflogen. Haben sie versucht, hier mit den Granaten noch alles zu machen. Der Molotow hat hier natürlich alles weggeholzt. Smoke fliegt jetzt auch nochmal. Versuchen hier nochmal alles wegzuholen. Die anderen beiden gehen jetzt vor. Trollbuster gegen 2. Holt den ersten weg. Den zweiten kriegt er nicht. John Work reicht hier. Tommy. FLX damit down. John Rourke immer noch am Start, aber die CTs wissen, die Bombe liegt halt da, die Flash saß, und jetzt muss halt der gute Mann John Rourke erstmal schauen, wie er hier denn zurechtkommt. Da switchen wir auch direkt hin, wirft jetzt erstmal nochmal eine kleine Flash hier raus. Ah, ne, war ein Molotow. Aber ja, Wiesen erledigt. Holt hier den Kill, von daher saustark macht hier wieder von Trollbusters dieses Echo von den Terrors gut ausgenutzt. Wir switchen aber auch gleich mal rum. Und zwar gehen wir hier mal auf den Chefkoch, glaube ich. Ja. Und kann jemand sein scheiß Handy da ausschalten? Alter. Ja, da wird jetzt nochmal besprochen. Chefkoch auf dem Weg. Oh, da sind sie aber echt weit vorne. Geht's jetzt über Haus nochmal hier von John Rourke. Und Ryu auf dem Weg durchs Haus. Die Bombe ist in falsche Mitte unterwegs.
keiner gesehen. Wir switchen mal auf die. Was ist jetzt los? Okay. Da fangen sie dann nochmal an, schade. Ich hab's gedacht, hier gibt's jetzt volle Kanne eins auf die Mütze, aber nee. Machen sie jetzt echt einen Go oder was? Schauen wir mal. Sehen, ob ich auf den Server drauf komme. Schade, da hätte ich jetzt echt gerne weitergemacht, aber was soll's. So ist es halt manchmal mit der Technik, da läuft es dann nicht. Jetzt wird hier halt nochmal neu geladen, also es zieht sich alles unglaublich. Der Dean wird hier weggeholt, Andy ist am Start. Er wird versucht zu wässern, aber passt nicht ganz alles so. Alter, wer auch immer, ich bring den Typ um. Die schlafen, haben ihr Handy nicht lautlos, das soll es geben. Scheiße, ey. Jetzt, wenn ich einen von den zwei, dann sage ich erstmal, wenn ihr schlafen geht, macht euer Handy lautlos. Nur Alarm bitte und den Alarm auch nur so timen, dass es mich nicht stört. Ich glaube, jemand hat hier bestimmt hier eine Schicht. Ja, schade, wir müssen halt nochmal warten. Der Tommy ist da und Perry, der Bot, fühlt sich ganz allein gelassen von seinem Bot-Team. So, Inferno wird geladen. Die Map soll es auch werden. Von dem her, schade drum. Hat ganz gut für Trollbuster angefangen. So. Dann geht's hier jetzt gleich los. Die Aufwärmphase ist bald vorbei. Tommy ist wieder am Start. Aufstellung steht auch, so ich das sehe. Trollbusters als CT und die Terrors. Das sind die Dorfbauern. Und wir schauen jetzt hier rein. Herr Fahn, good luck, es geht los hier. Wer steht denn ganz vorne hier? Ich glaube, das dürfte ja fast. Dürfte fast hier der Cheffi sein. Ja, ist der Cheffi. Chefkoch am Start hier auch auf Inferno. Wenn er wieder stehen bleibt, wissen wir Bescheid. Da geht es jetzt mit John Walk nach vorne. Bin ich gespannt, ob er jetzt auf die Mitte gepusht wird oder ob sie wieder eine Slow Motion abspielen. Da wird geschossen, Smoke fliegt. Ja, das sind die Fakes, das ist eine Decoy. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Jetzt kommst du Mitte hoch, nach links wird gedeckt, nach rechts wird gedeckt. Da wird jetzt Kai mit eine 2 Headies. Das passiert aber dritt noch nicht. Nein, Tommy holt sich hier jetzt einen Kai ab. Jetzt müssen wir mal schauen. Von hinten kommt schon die CTs nachgerückt. Da ist Andi, der versucht hier noch was zu drücken. Die schießen jetzt hier aufeinander und Assi-Toni holt hier den Andi ab. Und jetzt ist die Bombe gelegt. Natürlich gut für die Terrors, gibt's gut Kohle. Und Chefkoch holt hier den Cheddar ab. Und jetzt geht's hier weiter. Und ja, FLX holt ihr Cheffi. Chefkoch weg. Und jetzt lebt nur noch ein Terror. Und jetzt muss FLX die Runde klären.
oder wir haben einen ganz anderen Start. Und ich muss jetzt gleich nach diesem Handy gucken, weil es halt mir echt auf den Sack geht. Mann, ey. FLX, holt ihr jetzt auch noch die Bombe 10 Sekunden bis zur Erschärfung? Ich weiß nicht, ob das langt. Oh, die geht hoch. Die geht hoch, damit die erste Runde hier für die Terrors. Trollbuster stirbt hier komplett als Team aus. Da gehen wir gleich mal nach vorne und schauen mal, wie die Terrors sich aufteilen. Kommen sie jetzt gleich aus dem Haus raus. Die Bombe wird erstmal hier hingeflaggt. In der Mitte scheint es alles cool zu sein. Wir sind hier in CT. B auf Banana gibt es nicht viel zu tun. Da kommen die CTs vorgerannt. Die Terrors versuchen sich hier zu verteidigen. Aber Jeff Koch ist Geschichte. Jetzt geht es hier weiter drauf und der Terror versucht hier nochmal einiges zu reißen. Hat natürlich die bessere Waffe eigentlich. Und das ist auch der Tommy, der hier mit am Start ist. Wird hier gut was verballert. Kaum noch was im Riemen hier. Magazin leer machen ist auch immer eine gute Wahl als CT. Da ziehen sie sich jetzt wieder zurück. Die Bombe wurde gedroppt. Die 1 steht in der Mitte. Oh, Andy mit am Start. Versucht jetzt hier zu regeln. Auf der rechten Seite warten halt 3. Das weiß er natürlich nicht. Bin mal gespannt, ob er sie holt oder ob sie einfach nur da sitzen. Oh, da wird jetzt voll durchgeholzt durch die Smoke. Und Cheddar wird ja auch noch weggeholt. Das ist ganz, ganz schlecht. John Walk holt sich die AK. Bin mal gespannt, ob sie saven. Sieht aber nicht ganz so nach aus. Die 1 zieht sich jetzt hier oben ins Kabuff zurück. Und die versuchen jetzt echt auf B zu gehen. Und Tommy meint, er muss jetzt auf B gehen. Damit haben sie sich jetzt verraten. Da wird jetzt wahrscheinlich auch die 3 rüber verschieben. Ja, das wird auch gleich passieren. Die 4 steht gut. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Oh, FLX mit dem Double Kill. Da habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der FLX hier mit der Deagle so abgeht. Aber schön gemacht hier. Holt jetzt auf Banana, kurz vorm B-Eingang, einfach mal die Terrors ab. Und die Dorfbauern haben damit natürlich nicht so gerechnet. Haben ihre Vorteile jetzt ganz verspielt. 1-1, damit die Echo von den CT ist richtig gut aufgegangen. Wir schauen mal beim Tommy vorbei. Natürlich jetzt die Echo bei den Terrors. Und das scheint mir noch ganz gut zu klappen. Faken nicht, gehen jetzt voll drauf. Da kommt auch die Inflammable. Da versuchen sie zu drücken, aber FLX ist einfach viel besser am Start. Ryu muss jetzt hier aufpassen mit seinem Team, dass es hier weitergeht. Die Dorfbauern jetzt ganz schön unter Druck eigentlich, weil sie haben ihre Echo früh einlegen müssen, weil sie eigentlich im Vorteil waren. Die 1, ja, Chefko holt hier den nächsten weg, Chatter holt hier Andy und auch Chatter wird hier geholt von Chefko. Jetzt kommt Ryu, der von hinten weggeknallt wird, richtig stark von Assi-Toni, der einfach mal da steht. Die 7 ist jetzt ganz alleine, hat aber hier die Colt sich ergattern können, der M4A1. Jetzt versucht er hier den nächsten CT auszuholen, aber Wiesen ist da, setzt einen Headshot, John Walk raus aus dem Spiel. Nächste Runde fängt an, 2-1 für die CT, Trollbuster führt hier. Ja, die Dorfbauern, die brauchen halt einen Weng. Bis jetzt eigentlich noch nichts Spektakuläres. Es ist halt Inferno, CT ist ein bisschen im Vorteil, finde ich persönlich. Schauen wir mal, wo die Ts denn so hinschlappen. Scheint wohl jetzt doch einen Go auf die Mitte jetzt gleich zu geben. Die 8 steht unten zur Sicherung. Smoke fliegt jetzt gleich hier rein. Oh, das war gefährlich eigentlich, weil wenn er da ein Handy reinkriegt, dann ist es vorbei mit der schönen Taktik. Aber die Smoke liegt. Das Hühnchen freut sich, endlich mal nichts sehen. Oh, die 4 zieht sich vor. Und das sieht ein bisschen was hier auch. Oh, da versucht er ihn zu erwischen. Aber Andy ist da. Holt hier den nächsten weg. Tommy kommt ums Eck. Hat auch hier den Handy gleich gesetzt. Oh, Chedde versucht sich hier zu verteidigen. Schafft es aber nicht. Oh, aber die HE. Wieder HE ist er gut unterwegs. Macht hier noch gleich nichts. Netzschau Chefkoch jetzt hier mit dem Kill. Handy hier auf der Action. FLX holt sich hier noch einen aus dem Kabuff raus. Ist hier in Anti-Action sozusagen gestanden. Jetzt müssen wir mal schauen, die Bombe ist noch unterwegs. Und wir haben den FLX noch hier. Und die Bombe wird gelegt. Chefkoch passt auf, dass John Rock planten kann. Flash kommt geflogen.
Schauen wir mal, ob die HE jetzt sitzt. FLX guckt nach hinten, die Flash kommt. Da wird jetzt aber weggeholzt. Chefkoch und Tommy regeln den Reason raus und FLX wird von John Walker weggefischt. Schön gemacht hier von den Terrors, einfach mal eine schnelle Runde hingelegt. Damit das 2-2 hier auf Seiten der Terrors geholt. Jetzt geht's hier weiter und ich bin mal gespannt, die CTs müssen die eigentlich irgendwie sparen. Ich sehe es gerade noch nicht, wir haben nur Messer am Start. Einmal kurz hinswitchen müssen. Das Messer ist auch hübsch. Scheint aber eine Eco zu werden. Und die 8 da hinten muss aufpassen, das ist der Tommy. Und der John Walk holt sich erstmal die Granate, die Bombe, wirft jetzt eine Granate auf Banana. Chefkoch mit dem Headshot, also da müssen sie jetzt aufpassen. Eigentlich ist verkehrt jetzt auf A zu gehen, aber sie denken halt, die anderen werden schon irgendwie aufpassen. Aber Kai richtig stark, holt hier den Andy weg. Und von hinten kommt Assi-Toni. Assi-Toni richtig stark. Jetzt schauen wir mal auf Cheffi. Chefkoch. Der hat die Bombe und jetzt wird es wahrscheinlich hier einen Switch geben. Flasht und jetzt gibt es einen Go. Smoke rüber auf CT-Base sozusagen, damit da nichts gesehen wird. Jetzt müssen wir schauen, ob die Kills kommen. Sind eigentlich durch. Flash hat super gesessen und Chefkoch wird weggeholt. Er hat ihn richtig angesagt, er ist jetzt in der Kirche. Aber FLX mit dem Heady aus der Diegel. Eine Bullet, das war schön gemacht. Das war richtig schön gemacht. So, mal schnell schauen. Scheint hier Drops zu geben. Nee, gibt's nicht. Eine Echo hier für die Jungs. Was gibt's jetzt für eine Runde hier in der Echo von den Terrors? 3-2, die Dorfbauern hinten gerade. Trollbuster macht es souverän hier und holt sich immer mal wieder ein paar Runden hier ab. Jetzt geht's hier aber ab. Tommy auf dem Weg. Der war richtig schön hier einen Burst rausgezogen. Aber die Inflammable hat ihn halt gekillt. Ryu mit der AWP holt hier mal einen anderen CT weg. Der heißt Jette und damit jetzt freier Go hier auf A. Bombe ist geplantet. Andy wird sich da erstmal reingammeln. Und Wiesen, schauen wir mal. Da wird jetzt einer weggeholt. John Walk ist damit Geschichte. Die 6 steht. Und die 9. Blind, super Flash. So, die CTs bauen über Action und Anti-Action auf. Der war schön. John Walk mit dem Kill. Da versucht er echt durchzudiffusen. Das klappt aber in den seltensten Fällen, wenn man das macht. Andy mit dem Kill, 3-3 jetzt. Sehr schön hier. Also da wird schon einiges gespendet jetzt. 17.000, 18.000. Ach du Scheiße, da wird ja richtig eingekauft. Da haut die CTs. Holen sich hier ein bisschen was ab. 19.000 Dollar ausgegeben auf seinen der CTs. Jetzt müssen wir aber mal auf die 7 hier switchen. Weil da geht es jetzt gerade in Banane richtig ab. Die Inflammable sitzt. Die HEs haben gar nichts erwischt, soweit ich das sehe. Mal schnell auf die 5 schauen. Da geht es ja richtig zur Sache. Da scheint jetzt gleich mal was ums Eck zu kommen. Ich sehe halt nicht die HP, aber ist okay. Rennt einen Blick an, schauen wir mal, was da kommt. Da unten scheint es jetzt richtig abzugehen. Tommy in der Smoke weiß natürlich, was die Stunde geschlagen hat. Und der Tommy versucht den Blind wieder gut auszunutzen, aber passiert nicht viel. Trollbuster Chatte mit dem ersten Kill jetzt in dieser Runde, aber Chefkoch rächt sich hier sofort. Jetzt seht ihr noch einen Trollbuster oben am Haus und da holt er gleich mal 2 weg. Ja, Kai und Chatte, die haben das gut gemacht hier, aber Andy holt jetzt Chatte weg. Jetzt gucken wir bei Kai, der ist halt richtig stark unterwegs. So früh am Morgen immer noch guten Skill eingepackt, weil bis jetzt haben die Jungs nicht geschlafen. Der war knapp. Von hinten kommt Trollbuster, haben wir einen Mann, der einfach nicht alleine kann. Denn da steht die 2 und das ist Wiesen und der holt jetzt einen Kill. Stark gemacht hier auch wieder eine Runde geholt hier und wir sehen auch die Echo kommt wieder und ich muss jetzt
rausfinden, wie ich die Details wieder einsende. Oh, mit Q kann ich das machen. Das ist natürlich auch cool. Sehr geil auf jeden Fall, das muss ich mir immer merken. Also es gibt echt ein paar nette Funktionen, die man vorher so nicht gesehen hat. Und Reason wartet hier. Schauen wir mal durch, die 1 steht. Jetzt machen sie hier wahrscheinlich ein Go durch die Mitte. Und da kommt es echt stark drauf an, da springen sie durch. Da kommen 2, 3 Mann, er versucht die letzten abzufischen. Aber da passiert nicht viel. Acetoni mit dem Kill. Oh, 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 der Acetoni richtig stark, holt hier einen nach dem anderen weg. Die Bombe ist durch, jetzt versucht er hier es zu holen, aber Reason verreckt hier, John Walk mit dem Kill. Und jetzt muss er aber aufpassen, weil die 5 steht halt. Und da kommt er nicht dran vorbei. Und jetzt muss er aufpassen. FLX weiß halt natürlich, was die Stunde geschlagen hat. Und die Stunde heißt, John Walk aus dem Spiel zu nehmen. Also Trollbuster macht es recht geschickt, stehen eigentlich immer richtig gut, verlieren natürlich ab und zu auch mal ein paar Spieler. Schauen wir nochmal bei den Terrors rein, das war natürlich jetzt ein Echo 5-3. Da wird eine P90 ausgepackt hier beim Andi, ansonsten nur AKs am Start. Ja, und hier drüben haben wir ein paar AKs plus die Colt natürlich. Jetzt geht's hier auf die Banane. Gibt es ein Fake? Ich bin mal, ja, es wird wahrscheinlich ein Fake geben, weil wenn ich die Bombe anschaue, die schleicht hier in der falschen Mitte rum. Und könnte natürlich bedeuten, dass sie zusammen hier mit Ryu natürlich dann ein Go machen wollen. Aber es ist erst noch ein bisschen rumfaken auf B. Also es sieht stark danach aus, dass es A wird. Und es verschiebt auch keiner im Moment. Vielleicht wollen sie auch fischen gehen, ich weiß es nicht. Und FLX steht halt super und holt sich den Kill an Chefkoch. Und FLX mit dem nächsten Kill, Tommy auch noch aus dem Spiel. Jetzt versuchen sie das Go zu machen. Ryu zeigt sich mal ganz kurz in der Mitte. Das ist halt so ein Slowplay. Das weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert gegen Trollbuster. Bis jetzt waren die schnellen Runden eher was. Oh, die P90. Die P90, aber Acetoni ist richtig stark heute. Wird jetzt aber weggeholt. Andy mit John Walk zusammen, aber da stehen sie halt noch. Und Kai mit dem nächsten Kill. Ryu damit auch down. FLX mit seinem Team hier am Lean 6-3. Haben das bis jetzt ganz stark gemacht. Wir sehen auch nicht wirklich was anderes, als dass die Terrors mal wieder sparen müssen. Also von einer Runde in den nächsten kommt immer die Echo. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wieder schnell aufbauen. Oder ob es doch langsamer wird. In der Mitte die Bombe, Ryu. Bei Chefkoch mal ganz kurz rein. Der Chefkoch hier auf Banana unterwegs. Hat kurz einen Step gemacht. Jetzt wissen sie, dass er da ist. Er versucht, ihn wegzuholen. Aber passiert nicht viel. Da kommt einiges hinterher geflogen, wie ein Flammable belegt. Und die Smoke bringt halt dann nichts, wenn da eine Inflammable liegt, aber ist okay. Oh, die 8 steht schon gut, aber die 1, bin ich mal gespannt. Jetzt bauen sie auf der Mitte auf, die Awe steht. Oh. Oh, FLX mit dem Kill, Acetoni ist versucht mit der Awe. Aber, oh, da steht einer im Haus, aber Acetoni passt auf mit der Awe, jetzt ist er blind. Muss er aufpassen. Ryu auf dem Weg. Oh, Acetoni verliert hier die Awe. Können sie natürlich noch. Oh, 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 Chede, richtig schön. Da müssen wir ganz kurz hinwechseln. Ah, oh, noch ein Ding hier. Geiler Heady hier von Chede. Holt sich jetzt hier alles auf A, was nur so geht. Das rumpelt ganz schön im Karton und oben steht einer und der holt sich den nächsten Heady. Also Chede, also Trollbuster insgesamt sieht sehr, sehr gut aus. Das sind auch einige Kills dabei, die richtig geil sind. Also, muss man ja schon sagen. Die Dorfbauern haben gerade kein Mittel hier gegen die Ausstellung von Trollbuster, die echt ziemlich Standard ist. Und wir schauen mal kurz rein. Ja, die AKs sind wieder mit dabei, auch full equipped. Die Echo musste sein. Und jetzt switchen wir mal wieder zu der 1, denn das ist Acetoni und er weiß, wie er zu spielen hat. Er spielt nicht Assi, er spielt richtig stark sogar. Die AE hat gesessen, 50% noch bei Tommy. Andy mit 81, jetzt kommt die Smoke hier ums Eck geflogen. Bin ich mal gespannt, ob sie da noch was anderes machen, als nur zu faken. Die Bombe liegt halt falsch in Mitte auf der 0. Geht's auch tierisch ab. Na, doch nicht so. Die 1 steht noch, die Inflammable sitzt nicht gut.
Tommy wartet im Haus. Und Assi-Toni ist halber blind. Jetzt geht's gleich rum. Oh, Chefkoch holt hier einen auf B. Oh, Assi-Toni ist so stark gerade unterwegs. Holt hier einen Kill nach dem anderen, aber Ryu rächt sich. Jetzt haben sie die Bombe mit am Start. Die 3 kommt von hinten und holt sich hier erstmal den Tommy ab. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier bei Chefkoch aussieht. Der kann eigentlich eventuell in der Kirche dann den abholen. Ein bisschen Halleluja singen. Aber schauen wir mal. Er kommt jetzt rum und holt hier den Kill. Sauber gemacht. Schöner Heady von Chefkoch. Die 4 ist unterwegs auf CT-Base. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie die Runde noch holen. Es war ein bisschen schneller gespielt als die zuvorigen Runden. Und da haben sie es echt mal besser gemacht. Schneller gespielt. Jetzt wird er nochmal durchgeratzt. Ryu mit der Smoke. Jetzt kommt die HE und die sitzt. Ja. Ryu raus. Damit war es nur noch ein 2-on-2. Und Andi ist in der Kirche, hat wohl das Halleluja vom Chefkoch gehört und läuft hier wieder zurück. Und ja, Kai besorgt es dann dem Chef. Andi muss jetzt aufpassen und wird rausgenommen. Das war halt jetzt auch mal eigentlich eine Runde, die sie gewinnen müssen. Haben sie nicht gut verteidigt. Die wissen eigentlich, dass sie über die CT-Base kommen. Da steht ein 7% Mann, der eigentlich nicht da stehen sollte, wenn da die HEs fliegen. Die fliegen da eigentlich fast immer hin. Da darf halt der dann nicht stehen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was da los ist, ey. Ja, der Beamer, ich weiß nicht, die Mann ist hier total bescheuert und macht Blödsinn, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch nicht, ich bin gerade mit dem Stream. Wo keiner dort. Ja, und ich habe gesagt, ich kann es nicht ändern, weil ich will, das ist das Ding. Ich kann es nicht echt ändern, sorry. Danke dir. Sorry Leute, aber manchmal muss man sich halt um den Beamer kümmern. Wenn Leute es scheiße vorbereiten, ist es halt so. Sorry, ich musste jetzt halt diese eine Runde ab. Leider, ja, an dem Beamer ist jetzt geregelt. Ich hoffe, dass die Leute dann bereit sind, um wieder frühstücken zu können. Irgendjemand hat halt die geile Idee gehabt, ein altes Bild zu benutzen. Aber ist okay, wir gehen hier weiter ins Spiel. Ablenkung darf nicht sein, weil das hier ist das Finale auf der Convention Extreme. Und Chefkoch versucht jetzt einen Kill zu setzen, macht es auch geschickt, gleich mal 2 Headies hier rausgedrückt und hat Chad und Kai aus dem Spiel genommen. Jetzt geht es ja gleich um die Mitte, aber Assi-Toni steht halt noch da, das schauen wir gleich mal zu. Jetzt kommt, glaube ich, gleich was geflogen. Ja, und zwar ein paar Schüsse hier auf den Kopf von Dom Ryu und Chefkoch. Chefkoch wird gerecht durch Jen, Jonah Walk und Andy und Toral Bust und Tommy. Holen die nächsten Kills, damit jetzt ein schnelles Spiel wieder durchgezogen. 9-4. Also bin ich mal gespannt. 9-6 wäre natürlich noch okay. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Die 5 steht. Die 5 geht. Und vorne haben wir die 2. Ja, die 0 ist natürlich hier auch unterwegs. Chefkoch auf der Banane kriegt erstmal die Flash ins Gesicht. Denkt er wohl, dass vielleicht einer vorkommt, weiß es natürlich nicht. Schaut sich erstmal um und die Flash war so schlecht. Immer noch gut aufgestellt. Das schauen wir jetzt mal. Oh, da hat er ganz kurz geschaut.
Smoke kommt jetzt, die wird gelegt. Chefkoch bei 98%. Da hinten dann, oh, Chefkoch hat es probiert, da hat er auch ganz gut gehittet auf den FLX. Ja, da waren nur die Schüsse zu hören, die nebenbei abgedrückt wurden. Es wurde hier verschoben. Im Haus scheint nichts zu gehen. Wir gehen wieder auf Assitoni, weil der hat es hier echt drauf. Der steht so gut immer. Ist auch eine fiese, fiese Position, aber Assitoni wird jetzt von John Rock geholt. Sehr stark, weil Assitoni ist so die Brücke, die man erstmal überschreiten muss, damit man auf A kommt. Oh, auch Jette hat sie jetzt erstmal nicht geschafft. Da kommt auch die AB zum Einsatz von Tommy. Flash sitzt. Ja, FLX muss sich jetzt entscheiden, ob er das nochmal irgendwie versucht zu drücken. Aber ich glaube, die saven jetzt. Oh, da hat er einen Namen gesehen. Da hat er echt den Namen gesehen. Oh, die hat nicht gesessen. Jetzt ziehen sie sich zurück. Ja, das wird eine Safe-Runde jetzt für die CTs. Einfach, dass sie die Waffen noch in der nächsten Runde haben. Und wir schauen mal, die 2 steht. Jetzt gehen sie auf die Jagd. Die Terrors wissen Bescheid, was die Stunde geschlagen hat. Wiesen muss aufpassen. Versucht jetzt noch was zu holen. Ja, Tommy verliert die Arme. John Walk verliert auch seine Waffe. Jetzt müssen wir mal gucken, ob noch die Arme hier geht. Ja, geht noch. Glück gehabt, die Arme noch geholt. Da wird trotzdem jetzt einiges an Kohle übrig. Nicht mehr viel übrig sein, weil die Jungs halt einfach mal wieder kaufen müssen. Also wenn sie die jetzt wieder verlieren sollten, müssen sie in die Eco. 9-5. Ja, 14. Runde. Jetzt geht's hier in die 15. und das 9-6 ist möglich hier für die Dorfbauern. Wir schauen wieder vorne rein. Da geht's auf die Mitte. Da steht aber keiner, weil Assitoni... Oh doch, Assitoni geht diesmal vor, glaube ich. Im Haus sogar. Die hat gesessen, die Flash war drin, aber zu weit... Muss er aufpassen. Oh, da sieht er ihn. Und Rio versucht jetzt gleich hier noch einen zu drücken. Jetzt kommt die HE. Und Chefkoch versucht hier Assitoni rauszunehmen. Schön gemacht, schön abgelenkt. Andy wird hier auch noch schön weitermachen. Jetzt kommt hier noch die Smoke. Jetzt können sie rum. Und auf der 4 sehen wir einfach nur den Trollbuster Kai, der auch weggeholt wird. Also es könnte echt hier im 9-6 enden. Dorfbauer ist jetzt auch noch weg, der Rio. Die 5 ist auch noch unterwegs. Da kriegt er noch eine HE ab. Jetzt kommt die Smoke, Flash, alles dabei, sieht nichts mehr, muss ich zurückziehen. Die 2 holzt jetzt hier, also der Reason holzt hier noch eine HE vor. Es wird hier versucht, was zu holen. Der FLX holt sich hier jetzt erstmal die AK. Der war schön. John Walk aus dem Spiel. Jetzt haben wir nur noch einen Terror gegen die CTs. Andy versucht jetzt hier nochmal was zu reißen, ist blind. Andy holt den Kill, die 2 kommt angelaufen. Und das war's damit, 9-6, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht, muss ich erst sagen. Haben sie doch nochmal hier ein paar Runden geholt als Terror. Hi, Auto 08. Sehr stark auf jeden Fall auch von Assitoni, der richtig aufgedreht hatte. Aber FLX mit 19 Kills, auch gut unterwegs. Nächste Runde startet. Wer es noch nicht weiß, Convention Extreme 20, das Jubiläum. Jetzt geht es hier über die Mitte wahrscheinlich. Ja, nee, direkter Go auf B, da kommt die Flash. Chefkoch ist blind. Jetzt müssen sie aufpassen. Es gibt ein B-Go. Das wissen sie auch schon. Die 8 verschiebt auch schon rüber. Jetzt gibt es hier voll den Go. Voll drauf auf den B-Spot. Da kommt Trollbuster angerollt und holt sich jetzt erst einmal mit einem B-Go die ersten beiden CTs raus. Die 7 ist unterwegs, versucht hier noch was zu reißen. Da kann man natürlich nicht durchschießen. Mit einer anderen Waffe wäre das vorbei gewesen. Aber Wiesen und FLX klären da. Und jetzt haben wir nur noch Rio. Und da kommt ein Heady. Hat er doch nochmal was geholt und Rio ist unterwegs. Um vielleicht noch was zu reißen, aber Wiesen ist stärker und holt ihn ab mit dem Headshot. War jetzt ein richtig klassischer B-Rush. Nicht viel Pimborium drumherum, aber immerhin ganz easy peasy durchgezogen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was die Waffen hier am Anstart sind. Jo, eine AK. Ansonsten, da drüben, der Jonah Walk versucht auch was. Die HE ist jetzt nicht. Die 3 und die 1 sind vorne, die warten jetzt nur, dass sich einer zeigt. Wow, der war sehr, sehr stark.
Und Chefkoch hat dabei nichts verloren. Das muss man sich halt mal überlegen. Die 9 steht oben, safe. Jetzt schauen wir nochmal nach Chefkoch. Da kommt er schon wieder vor, der Gegner. Und der Chefkoch dreht hier auf, holt den Kill. Die Bombe ist noch da. Und jetzt versuchen sie doch auf B zu schieben, obwohl Chefkoch hier einen wegholt. Tommy mit dem nächsten Kill. Jetzt müssen sie aufpassen. Also Ekos laufen gerade bei den ganzen Teams nicht so wunderbar. Aber ist ja der, gegen die Eko zu spielen. Ja? Das ist halt so der Unterschied. Schauen wir mal, ob der Dreier hier was reißen kann. Der Wiesen steht, der Wiesen geht und der Wiesen holt ihn. Und aber da muss er jetzt einfach mal aufgeben. Liu holt ihn hier weg. Jetzt haben wir hier den B-Go und ja, schon wieder eine Eko verloren. Und das nicht zum ersten Mal heute gesehen, dass die Terrors hier die Eko wegwerfen. Diesmal aber vom anderen Team von Trollbusters. Und die CTs freuen sich, einfach mal eine Runde jetzt gratis geschenkt bekommen sozusagen. Aber es war nicht andersrum, also 10-7. Steht's hier auf Inferno im 5-on-5-Finale auf der Convention Extreme 20. Wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Taika und wir sind hier mit den Trollbusters und den dummen Dorfbauern unterwegs. Im 5-on-5-Finale. Es kommt hier die Smoke ins Haus. Ja, die bauen schon wieder auf B auf, also das gefällt ihnen anscheinend dort sehr gut. Ne, da hat er nicht gesehen, da müssen wir jetzt mal schauen, ob da was passiert. Die Smoke liegt. Aber Trollbusters, wow, der Heady hat gesessen auf Tommy. Also da hat der Kai schon ordentlich durchgezogen. Eigentlich ist es eine Echo, jetzt für die Terrors. Die treffen heute echt gut. Treffen heute sehr, sehr gut. Assi-Toni mit am Start, da schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Da müsste es gleich zum Kontakt kommen. Ja, da springt er durch, da steht auch keiner mehr. Jetzt geht er rum, jetzt muss er hier nochmal neu nachheben, aber Assi-Toni holt hier den Tommy raus. Und die 7 steht eigentlich ganz gut, muss aber aufpassen, es kommt dann nämlich der nächste rum. Und Jonawak schafft es aber irgendwie wegzukommen. Jetzt kommt hier von hinten der Chefkoch anrollt und holt hier den einen nach dem anderen raus. Aber ne, da muss er jetzt wieder einstecken. Assi-Toni richtig stark, wie gesagt, unterwegs. Jetzt geht's über das Kapuff. Über das Teppichzimmer geht's jetzt hier, oder Bibliothek, wie man es eben bezeichnen möchte, auf A drauf. Die 9 steht noch, ist ganz alleine. Oh, den haben sie gesehen. Und der holt 2 weg, Rio, stark. Und Andi holt hier auch noch einen weg. Und die Cities holen jetzt hier den Punkt. Und da stirbt auch noch der Chat. Richtig stark gemacht auch wieder. Also von beiden Teams, ja, dieses Comeback auch. Von den Terrors und dann von den CTs. Schön hin und her geschaukelt. Und da kommt die Echo mal wieder von den Terrors. Und das bedeutet wohl, dass wir mal wieder ein Echo sehen. Aber wir wissen ja, was die Echos hier so bedeuten auf dieser Map. Und bei diesen beiden Teams, da geht nicht viel. Da läuft nicht viel zusammen ab und zu. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen. Da steht auch wieder passiv. Jetzt kommt der Go. Oh, Assi-Toni ist ganz, ganz schnell. Der ist schon rum. Jetzt muss er hier erstmal gucken. Assi-Toni down. Schön gemacht von Jonawak. Und Wiesen macht oben klar. Das sind sie so dritt im Haus. Da gehen sie durch. 2 tot, 3 tot. Jonawak mit fast einem Ace. Aber Tommy macht das Ding hier klar. Und Chatter geht raus und fängt sich erstmal ein paar Kugeln ein. Schön gemacht, also Jonawak hier richtig safe gestanden, hat schön 3 aus dem Haus weggeholt. Einmal Mitte Assi-Toni und da war halt im Haus zwar der eine down, aber das hat nicht viel ausgemacht. Dann springen wir mal da zu den Terrors hin. Und die Terrors sind auf dem Weg, FLX, YY, auf dem Weg zu B, oder soll es nur gefaked werden? Das war nur gefaked, Chefkoch steht offensiv. Kommt eine Smoke hingelatzt, kommt die Inflammable. Aber bis jetzt gehen die Terrors noch nicht dahin, wo sie hin sollen, und zwar auf B. Nein, sie gehen auf A und gehen in die falsche Mitte, nicht in die falsche Mitte, in die Anti-Action rein. CT-Bogen jetzt dann gleich. Oh, FLX mit dem Kill, jetzt müssen sie aufpassen, da haben sie es schon verschoben gehabt. Machen hier einen Dreier-Split sozusagen. Die 1 steht gut, da haut da rein und drüben geht's richtig, sagt Kai. Und oh, Tommy, was macht denn Tommy da? Tommy geht ab. Ja, und Chefkoch holt auch noch den Assi-Toni ab. Und jetzt haben wir nur noch einen und das ist der Kai. Und der Kai muss halt schauen, wie er hier jetzt über die Runde kommt.
Oder ob er noch ein paar mitnimmt. Die Bombe liegt. Oh, der hat gesessen, richtig schön. Die HE und Chefkoch setzen Headshot hinterher. Stark gemacht von beiden Teams. Wie gesagt, es ist immer so ein Hin und Her. Es schaukelt sich immer so ein bisschen auf. Daraus machen wir ein paar richtig geile Aktionen. Schaffen es aber dann nicht, es durchzuführen oder durchzuziehen komplett. Und sind dann natürlich hinten dran und verlieren dann die Runde, weil es ist einfach nicht komplett durchgezogen gekommen. Wir sehen auch wieder eine Echo, so halb Echo damals. Zwei schöne Waffen am Start bei Chet und Acetoni. Wird das schon wieder so ein komischer Fake-Go aufs Haus oder wird es ein House-Rush? Oh, die hat gesessen. Die Smoke sitzt und jetzt muss die 90 zurückziehen. Jetzt geht es über die Mitte. Und dann müssen wir aufpassen. Oh ja, Jonah Walk ist da richtig stark. Io versucht nochmal was zu setzen, aber da klappt es nicht. Chefkoch kommt auch auf A gezogen. Kai mit am Start. Jetzt muss er hier den wegholen. Macht er auch. Kai ist down. Jetzt haben wir noch einen und zwar den Trollbuster Reason. Und der versucht über das Haus. Da springen wir auch gleich mal hin. Aber unten steht halt Ryu. Und der weiß eigentlich auch schon, wo die Bombe liegt. Guckt jetzt erstmal nach vorne. Weiß doch, dass da nicht viel passieren kann, außer dass einer übers Haus kommt. Da ist er raus. Terror steht. Oh, kriegt jetzt hier richtig eingeschenkt. Da ist er schon wieder in der gleichen Position, wo er vorher gestorben ist. Da kommt jetzt die Inflammable und er steht halt vorne und er holt den Kill. Reason mit dem Kill und er hat nicht mehr so viel. Holt jetzt noch einen weg und jetzt geht sie aber ab und Andy rockt hier jetzt den Reason um, aber auch wieder. Ja, die CTs sind eigentlich im Vorteil und verlieren halt mal fast alles, bis auf einen. Da ging es nochmal um Haaresbreite gut. Wieder so ein Aufschaukeln, ja, von links nach rechts und dann kommt es doch von oben. Weiter geht's auf Inferno. Wir sind auf der Convention Extreme 20 und der Chefkoch geht hier jetzt auf B drauf und macht mal wieder sein Offensive-Play. Aber wir sehen jetzt auch, vielleicht bringt es diesmal was. Wir bleiben bei Chefkoch, weil der muss jetzt aufpassen. Da kommt jetzt Flash hinterher geflogen, da kommt eine Smoke. Dadurch die Terror ist natürlich aufgehalten. Die denken, dass Chefkoch woanders steht. Kommt jetzt die Inferno runter oder Inflammable. Oh, Tommy mit einem schönen Hit in der Mitte. Chefkoch steht sehr, sehr offensiv. Oh, Tommy mit dem nächsten Ave-Kill. Und da kommt noch einer. Also Tommy dreht gerade auf. Der hat jetzt einfach mal einen rausgehauen. Unglaublich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier jetzt der Go kommt. Die 6 und die 0 stehen. Sehen, wie sie jetzt auf B drauf wollen. Da bin ich echt mal gespannt. Oh, da kommt alles angeflogen. Da geht's los. Alles blind. Gehen sie hier mit viel Flash drauf. Hinten steht Chefkoch, der jetzt erstmal abaimt. Oh, der wird sogar abgeaimt. Schöner Heady. Aber die Smoke liegt halt. Bin ich gespannt, die Bombe wird gelegt. Oder nicht. Jetzt versuchen sie hier wegzuholen. Jonah Walk auf dem Weg. Jetzt geht es hier weiter und die beiden bekämpfen sich. Da kommt jetzt der zweite CD dazu. Und damit Headshot von Ryu auf Jonah Walk, von Ryu mit Jonah Walk auf Kai. Der jetzt einfach mal wieder das Zeitliche segnen musste. Es steht 12 zu 10 hier für die CTs. Und Chefkoch, Ryu, Tommy, Jonah Walk und Andy schaffen es einfach mal, das Spiel auch wieder an sich zu reißen. Next gibt's Pause. Wir schauen dann mal. Oh, da gibt's wieder ein B-Go. Da müssen wir echt mal schauen. Was? Oh, wird das ein B-Go? Wir switchen mal wieder vor zu Kai. Aber. Da liegt die Smoke. Wir versuchen jetzt natürlich erst einmal alles zuzusmoken. Da vorne schauen wir mal kurz hier rein. Ja, da verzieht sich auch schon Chefkoch hinten auf B. In der Mitte scheint jetzt aber erstmal wieder ein Go zu kommen. Wir sehen halt schon, ein Walk zieht sich wieder zurück. Die denken mal wieder drüber nach, dass es ein Fake werden könnte. Aber die bauen weiterhin vor B auf. Und da scheint es jetzt echt gleich mal zu krachen. Chefkoch und sein Mate Andy warten nur drauf, dass die Terrors kommen. Chefkoch hat sich auch noch nicht zurückgezogen. Jetzt kommt die Flash. Flash auch für die Terrors, die jetzt auch auf dem Spot sind. Jetzt wird's schwer für die CTs. Andy mit dem Shot. Oh. Da haben sie sich aber weggeholzen. Chefkoch regelt hier. Hol der FLX. Chatte und noch einen anderen Terror raus. Krass auf jeden Fall. Ich habe jetzt gedacht, es wird schwer für die CTs, aber irgendwie haben sie es doch noch gerumpt.
und gerockt. Also krass auf jeden Fall, was die Jungs hier treiben. Es ist unglaublich. Wir schalten wieder einen Röntgenblick an. In der Mitte steht jetzt Tommy und die wollen schon wieder drauf. Und da haben wir Chefkoch. Der hat sich einfach mal zeigt, hier ein Headyset, es kommt der andere rum. Da wird er weggeholt. Wiesen jetzt durch, jetzt hier die Echo für die Terrors. Vielleicht könntest du das durchziehen. Oh, Andy wird auch weggeholt, obwohl er einen mitnimmt. Und die 8, die steht noch. Oh, der Arbe-Hit muss sitzen. Und jetzt kommt die Smoke, jetzt wird es schwer mit der Arbe. Die 9 steht auch gut. Oh, die 1, da müssen wir auch ganz kurz hin switchen. Die 1 ist hier unterwegs. Der gute Assi-Toni. Also wenn der jetzt so auftritt, dann kann er sich nochmal einen holen. Steht zwar auch oft, aber meistens auch einen mit oder zwei. Die Flashcam auch. Sind sie auf dem Spot und der Chat, der versucht sich irgendwie zu verteidigen. Dorfbauer stirbt jetzt hier. Der Ryu ist down und Jonah Walk holt nichts ab, Chat. Oh, Assi-Toni mit den zwei Kills hier. Jonah Walk und Tommy weg vom Fenster. Auf B haben sie wieder mal geregelt. 11-13. B läuft besser bei Trollbuster. Schnelles Spiel geht voran und wir schauen nochmal in die Waffen rein. Ja, eine Arbe jetzt hier auf Assi-Toni, auch bei Tommy gibt es eine Arbe. Daher werden wir eventuell ein schönes Arbe-Duell sehen. Ja, Assi-Toni versucht's, aber er kriegt keinen zu Gesicht. Die Inflammable hat richtig gesessen. Chatte jetzt vorne, da gucken wir ganz kurz hin. Ja, versucht hier was abzufischen, aber da geht gerade nicht viel. Auf B wird wieder leicht aufgebaut. Da ist Assi-Toni und FLX unterwegs. Oh, der war schön von Andy, der holt einen FLX einfach mal weg. In der Mitte steht immer noch die Bombe mit vor in Form von Chatte. Ob der jetzt da hoch will, ja, das wollen sie. Und wir sehen halt auch, wie Kai da steht und Tommy ihn wahrscheinlich wegaimen wird. Yep, weggeaimt und tot ist er. Jetzt geht's trotzdem auf A. Also die wollen es jetzt wissen. Bin ich mal gespannt, da kommt der Inflammable rein. Da steht einer auf dem Spot. Oh, schön Tommy mit dem Kill. Jetzt versucht hier nochmal was zu regeln. Bombe liegt. Aber... ja, Assi-Toni hat jetzt auch noch seine Arbe am Start. Und ich bin echt mal gespannt, ob er jetzt hier mit der Arbe nochmal rocken wird oder ob er hier leider nichts mehr trifft. Er wird jetzt rumkommen, das sieht er ein und Tommy steht goldrichtig. Damit hat der Assi-Toni einfach nicht gerechnet. Damit jetzt 14-11 für die CTEs. Und wenn sie diese Runde holen, sind sie auf jeden Fall im Draw drin. Ich schau nochmal, wie sie aufbauen. 3-2, ganz klassisch. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Da passiert gar nichts gerade. Vielleicht doch nochmal eine B-Echo. Ist das ein Echo? Das ist ein Echo. Halb-Echo. Die wissen halt, um was es geht. Die wollen gar nicht auf Draw spielen. Chefkoch mit dem ersten Kill. Jetzt kommt Andy durch. Jetzt gibt es den Go eventuell. Da kommt die Smoke und Chefkoch holt den nächsten weg. Andy steht auch noch, Jonah Walk ist auch schon mit am Start, die Bombe liegt vorne und jetzt versuchen sie durchzukommen. Aber, jo, Assi-Toni hat jetzt hier einen weggerotzt und da kommt Kai drüben's Eck und holt den Chefkoch. Jonah Walk gegen Assi-Toni mit dem Kill. Also da geht schon einiges ab hier. Jonah Walk auch richtig stark im Moment, jetzt müssen wir bloß mal schauen. FLX hier mit einem schönen Hattie auf Jonah Walk, hat er mit einem sehr gefährlichen Gegenspieler rausgenommen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht hier für FLX. Oder Flexi. Oh ja, Flexi heißt es. Ich rätsel schon die ganze Zeit, was für ein Name das eigentlich ist. Aber es ist halt einfach mal Flexi. Er weiß nicht, was er tun soll. 41 Sekunden safety die Waffe, legt das. Also es ist ganz, ganz gefährlich. Oh, da wurde er gesehen. Die 8 hat es versucht. Na, die 9. Jetzt sind wir hier auf Tommy. Und wir haben Ryu und Flexi rockt hier einfach mal alles um. Oh, der war nicht so gut. Das muss er eigentlich fast legen. Er war halt nicht durchgezogen, das hat er gehört. Darf es nicht so weit weggehen. Jetzt kommt die Inflammable. Kommt jetzt auf den Spot. Die sitzt auch halbwegs, soweit ich das sehe. Jetzt geht sie nochmal rum. Jetzt versucht er nochmal die Bombe zu legen.
aber Ryu lässt sich nicht verarschen. Er lässt sich einfach nicht verarschen, bleibt weg. FLX oder Flexi hat es ein bisschen verpeilt, die Bombe rechtzeitig zu legen. Und weiter geht's. Ryu auf dem Weg mit seinem Team. Vielleicht wieder auf A. Nein, es geht hier auf B für die Trollbusters. Und da ist der Chef Koch, aber diesmal schafft das nicht. Aber der Teamkill hier vom Reason auf Chatte. Und wir sehen, wie der einsame CT jetzt in Form von Andy auch drauf geht. Also Tommy holt jetzt zwar noch einen weg. Kann hier vielleicht auch noch was gut machen. Ich sehe nur, wie die Jungs hier einfach abgehen. Die Bombe wurde geplantet. Jetzt kommt er rum. Oh, der Schuss ging voll daneben. Oh, schön von Wiesen, wie er einfach hier den Kill setzt. Und jetzt müssen sie aufpassen, die CDs, denn sie sind nur noch zu zweit, nur noch einer am Start. Das ist hier vorne der Ryu, der jetzt versucht, hier auf den Spot zu kommen, aber gegen drei, die noch leben und auf dem Spot sind. Und einer, der dann von hinten kommen kann. Da wird's schwer. Jo. Das könnte zumindest mal das erste Match werden. Kai und Chette tauschen erstmal Waffen aus. Und wir schauen, wie es hier weitergeht. Chette jetzt auf dem Weg in die falsche Mitte. Also mal ein anderer Aufbau, einer nur. Vielleicht faken sie wieder und wollen dann dort wieder auf B, weil da läuft es ein bisschen besser. Also auf A haben sie bis jetzt echt noch nichts gerissen. 12-15, also es geht immer noch in den Draw hier auf der Map. Sehen, ob sie den hinbekommen. Scheint nicht viel zu gehen gerade. Tommy holt hier den Kill ab, aber man kann nicht viel machen. Ist auch eine Echo hier für die CTs. Chatte holt den Kill. Jetzt muss er aber von links aufpassen, der Ryu. Ah ne, da ist ein Teammate. Jetzt versuchen sie doch auf A zu schieben. Und da könnte es gleich abgehen. Ah, sind immer noch zu dritt. Oh, Trollbusters mit Form von Chatter. Weiter durch, da kommen die Headshots. Da erwischt den Chefkoch und die Jonah Walk. Damit haben sie diesmal sich durchdrücken können. Und ich glaube nicht, dass jetzt hier der Andy so krass abgehen wird. Aber ein Heady hat er schon mal mit dem Gepäck. Also schon stark gemacht. Ich weiß aber auch nicht, ob das durchhält bis zum Ende. Er muss noch mal drei rausnehmen. Und wenn ich mir das so anschaue, steht die 4 richtig gut. Da wird aber die Waffe wahrscheinlich gesaved. Yep. Da saved er die Waffe. Sehen, ob sie noch mal aufeinandertreffen. Die 1 in Form von Asitioni und der Andy. Da hört er sie zwar labern und jo, Trollbusters haben jetzt hier die Bombe erfolgreich gezündet und es kommt halt wieder mal zu einer Entscheidungsrunde. Chefkoch kriegt hier die Waffe gesteckt in Form einer AK-47. P90 für den Andy. Entsprechend können wir nochmal reinschauen, also Famas, 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 AK und eine P90. Und dass sie die AK ja einen Chefkoch geben, hat einen Grund. Er kann da vorne eventuell regeln. Bombe ist Mitte dropped. Da faken sie den Go an. Aber es kommt noch nichts. Die wissen, dass eine A besteht. Oh, der sitzt richtig. Kommt hier jetzt ein Tunnel oder was? Nee. Nee, die bauen schon wieder vor B auf. So ein bisschen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, was die davor haben. Mitte hoch. Könnte funktionieren, weil da steht jetzt gerade gar nichts. Weil der Tommy hat so ein bisschen verschoben. Und entsprechend wird es da halt ein bisschen dauern, bis da was jetzt passiert. Ah, sie gehen auch wieder Richtung B. Also die faken hier gerade ziemlich stark rum. 13, 15, die wissen halt auch, um was es geht.
kommt die Smoke, jetzt wollen sie in den Go-Wagen. Und der Einzige, der das jetzt noch irgendwie aufhalten kann, ist Andi mit der P90. Jetzt wartet er wartet, die 4 kommt. Die 4 geht. Und da holen sie jetzt einen weg, Scheife Koch mit dem ersten Kill. Und da geht es jetzt richtig zur Sache. Flexi hat hier noch einen mitgenommen, aber das war auf einem ganz anderen Spot, das war drüben. Und Flexi muss jetzt halt da durch. Und er kommt auch und holt ihr aber nicht den Kill. Und somit das GG. Und entsprechend hat es funktioniert hier. Also Trollbuster muss ich hier auf der Map geschlagen geben. Und entsprechend scheint es das auch gewesen zu sein. Damit haben wir Gewinner auf der Convention Extreme. Und die heißen die Dummen Bauern. Auch Gratulation hier an die Dummen Bauern. Wir gucken ganz kurz nochmal rein hier in das Cheat Sheet. Und da müssen wir einfach sagen, okay, das ist der Turnierbaum, das ist noch nicht umgetragen, aber da kamen die dummen Dorfbauern weiter. Und die Trollbusters in Form von Acetonic, JDF, Flexi, Pricks und Reason haben es zwar gut gemacht, aber nicht gut genug. Entsprechend sind die dummen Dorfbauern jetzt im Finale und haben es geschafft, dort auch die Trollbusters rauszuhauen. Ja, ich schaue gerade mal, die dummen Dorfbauern haben es halt irgendwie hier so ein bisschen nicht ganz so gut gemacht. Ja, das sind so runtergestiegen. Ich schaue gerade nochmal, die dummen Dorfbauern, ja, da haben sie gegen Snackbirds einfach mal verloren und haben sie dann hier wieder rausgehauen. Also da haben sie einmal ein schlechtes Spiel erwischt und haben es da gepackt, hier wieder weiterzukommen. Also unglaublich, das war jetzt echt nicht so schlecht. Man merkt auch, dass sie echt gut unterwegs waren. Die waren auch der Favorit auf den Turniersieg mit Chef Koch zusammen. Also da muss man schon sagen, die Jungs waren richtig stark unterwegs, haben das Ding gerobbt und jo. Respekt davor, Gratulation an die dummen Dorfbauern und auch an Trollbuster und an Team Hurenhaus oder was soll das für ein Name sein? Muss ich ganz kurz reinschauen. Ja, Team Hurenhagel. Die haben den dritten Platz belegt hier auf der Convention Extreme 20. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf der CXT, weil das war, dürfte so ziemlich das letzte Event gewesen sein, das wir heute übertragen haben. Entsprechend Dankeschön auch an euch. Es war richtig stark, auch an die Leute, die jetzt auf dem Stream unterwegs sind und hier auf der LAN sitzen. Dankeschön dafür.